Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play Transport Fever. Und mir ist in der letzten Folge so eine kleine Idee gekommen, was ich eigentlich noch machen könnte. Und zwar kann man ja mittlerweile in Transport Fever eigene Industrien bauen und all sowas. Und ich hatte mir überlegt, warum nicht eigentlich Saarbrücken seine eigene Lebensmittelindustrie schenken. Dann hier die Sachen runterfahren und von Saarbrücken aus verschiffen. Beziehungsweise halt, man kann die sogar wieder abreißen. Interessant. Ja, halt, warum nicht eigentlich von Saarbrücken aus Lebensmittel verschicken? Und genau das werden wir jetzt mal machen. Wir gucken gerade, dass wir hier, was ist hier die Höchstgeschwindigkeit? 160. Das wollen wir noch ein Stückchen weiter gerade auslegen. So. 160, Konkret. So. Genau, bis dahin. Und jetzt soll hier ein neuer Güterbahnhof entstehen. So, da müssen wir jetzt erstmal gucken, was wir hier für einen. So, 240 Meter. Denke ich, das sollte reichen. So. So, 160. So, wir wollen ja mit der Strecke hier lang. So. Die soll ja größtenteils hier nach Koblenz gehen. So, wir nutzen das jetzt aber gerade einfach erstmal mit. So, und jetzt suchen wir hier die 60er Stelle. So, 60, 60 Konkret. So, die wird hier als eingleisige, dann nebenher laufende Strecke geführt. So. Und bekommt jetzt hier ein Einfahrsignal mit 60. So. So, perfekt. Und die wird jetzt quasi einfach nur die ganze Zeit hier hin und zurück fahren. Hochgeschwindigkeit mit Oberleitung, genau. So. Und dann werden wir quasi Lebensmittel von hier nach Saarbrücken schaffen. Und Saarbrücken wird dann, ich weiß nicht, hier vielleicht, okay, Würselen bekommt jetzt eher keinen Güterbahnhof. Mühlacker jetzt eher auch nicht. So, Overath, Braunschweig. Stuttgart wäre fraglich, da müssen wir erstmal gucken, wo hier denn. Gut, hier würde sich lohnen, hier aber auch. Aber da kommen wir nicht mehr hin. So, hier. Weil wir können ja auch einfach wieder hier den Güterbahnhof hinsetzen. Und dann, Gütersloh? Das ist Linie von Flixtrain, oder? Ah ne, das ist die Linie 1. Okay. Müssen wir gucken, wie wir das machen. Von wo aus wir von Saarbrücken aus transportieren. Oder wohin wir von Saarbrücken aus transportieren. Ich will ja auch immer noch Lörrach anschließen. So. So.
So, genau da wollte ich nämlich auch nochmal gucken. Ich muss hier nämlich auch noch ganz, ganz tief runter. Moment, hier war doch gerade was mit Tunnel. Aha. 1,9 Millionen. Und dann kann man nämlich einfach den Abschnitt, den wir nicht brauchen, wieder wegmachen. Und dann gehen wir jetzt einfach hier mit da drüber. Und schon sieht keiner mehr, was hier gewesen ist. So. Können hier alle mal weg. Vor allem diese komischen Farbdekels hier. Ich weiß nicht, was die sind. Aber ich wusste gar nicht, dass man die verkaufen kann. So. Gut. Damit haben wir jetzt quasi unsere Tunnelstrecke hier auch noch mit eingerichtet. Wir wollen den aber auch zweigleisig haben. So, perfekt, perfekt. Genau so wollte ich das wirklich haben. Dann können wir nämlich hier über Gera, Greifswald noch auch nach Feigen an der Enz bauen. So, aber als erstes sollten wir uns hier einen kleinen Güterzug kaufen. Eine Ausweichmöglichkeit hier rüber wäre gar nicht mal so schlecht. Vielleicht hier. So. Dann wird das nämlich vom Zugdepot Saarbrücken aus gesteuert. Wir kaufen uns eine Lok. Und jetzt brauchen wir Diesel-Loks. Eine V60 wäre nett. Bezweifle aber, dass wir noch eine gute V60 in Verkehrsrot bekommen. Deshalb werden wir das jetzt mit irgendeiner kleinen Privatbahn machen. Wir werden nur vorher erstmal gucken, was wir da für Privatbahnen haben. Was wir da jetzt im Angebot haben. So, wir hätten die SBB Cargo. Ich glaube aber, wir lassen das die Metrans machen. Oder habe ich irgendwas mit der EVB? Nö. Ich glaube von der Ich habe MWB, die sind Teil der EVB. Nö. Oder wir kaufen hier einfach wirklich so eine V60. Komm, dann nehmen wir aber die hier unten, die wir hatten. So. Und da brauchen wir jetzt Wagen, Güterwagen. Und zwar welche, mit denen ich Getreide und welche, mit denen ich Tiere transportieren kann. So, Getreide. So, gehen wir hoch. Und jetzt brauchen wir noch Wagen, mit denen ich lebendige Tiere transportieren kann.
Die Whale Adventure Wagen nehme ich nicht. Dann nehme ich nämlich lieber die hier. So. 200. Neue Linie. So. So, das macht jetzt die V60. Okay, der ist vielleicht ein bisschen zu lang geworden. Da müssen wir im Nachhinein vielleicht mal gucken. So, der geht jetzt hier rüber. So, Saarbrücken-Abzweig. Der wird aber am Anfang noch nichts mitnehmen, genau. So, die pendelt jetzt einfach hier hin und her. Und die Geschichte ist, warum wir das überhaupt machen, ist, wie gesagt, dass wir von hier aus Güter transportieren wollen. So, passt er da rein? Nee, da müssen wir uns was einfallen lassen. Da muss ich vermutlich zwei Wagen wegnehmen. Und wir wollen aber auch noch etwas kaufen. Weil ich habe schon länger gesagt, ich will auch Vectrons hier langfahren haben. Und ich wusste halt nur bisher noch nicht welche. Und ich weiß jetzt aber, dass wir die hier nehmen. So, dafür leihen wir uns erstmal wieder ganz viel Geld. So, 17,27 Millionen. Und dann hängen wir da hinten dran Lebensmittelgüterwagen. Und da sind wir ja hier auf bei denen eigentlich ganz gut aufgehoben. 2, 3, 4, 5, 6. So, wie lang ist der jetzt? 145 Meter. So, wir leihen. Wir geben das Geld zurück, was wir zurückgeben können. So. Und dann wird dieser schöne Zug hier Lebensmittel transportieren. Vorerst die gesamte Strecke lang. Bis nach. Wir brauchten auch noch Lebensmittel. Wuppertal braucht auch Lebensmittel. Flexibel. Da muss ich jetzt wirklich gucken. Wir brauchen einen mit 240 Metern, zwei Gleisen, Hochgeschwindigkeit, Oberleitung. Curvature Direction. So. Nee, dann brauchen wir es sogar in die Richtung, weil wir müssen den Bahnhof ja noch so rumdrehen. So. Komm, wir machen so, der kommt hier hin.
Und wie schnell darf hier gefahren werden? 100. Oh, puh. Jetzt machen wir das mal komplett neu gerade und wir legen auch direkt eine höhere Höchstgeschwindigkeit fest mit 140. 140 Concrete. So. So, 140 Concrete, auch auf dem Abschnitt. Hier kann deutlich schneller gefahren werden. Hier müssten sogar 160 Concrete drin sein. So. Perfekt. So, und jetzt wollen wir hier noch eine Einfädelung unserer Gleise mit 60 km/h. So, das ist hier. Dann gehen wir hier rüber. Dann setzen wir hier noch Signale hin. So, zack. Komm schon. Zack. Gut. Und damit haben wir einen neuen Güterbahnhof in Wuppertal. Dann brauchen wir eine kleine Straße. So. Und jetzt richten wir eine neue Linie ein von Wuppertal Transfer. Ich weiß, es lohnt sich eigentlich nicht, so weit über die Karte zu transportieren. Aber manchmal fahren Güterzüge ja auch wirklich so weit. So, wie lang ist der Bahnsteig? 160 Meter. So, das heißt, wir brauchen ein Autosave ist gerade am Laufen. Das heißt, wir brauchen einen 160 Meter Zug. Mit 163 Metern ist er gut dabei. Das heißt, wir weisen den jetzt am besten erstmal auf die Linie 14 zu. So. Wo ist der Zug? Der wird vermutlich warten, bis der hier im Bahnhof angekommen ist, oder? Genau. So. Stopp. Linie 15.
Komm, du darfst rüber. So. So. Und damit wird dann Lebensmittel transportiert. Und wir haben unseren ersten Vectron fahren. 55 Minuten. Das ist eigentlich ein bisschen zu viel. Können auch immer noch einen Güterbahnhof hier hinsetzen, aber dann müssten wir auch wieder Rahnangleichung nicht möglich. Naja, gut, das hätten wir auf jeden Fall geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was wir in der heutigen Folge gemacht haben. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben da freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder vom Let's Play Transport Fever. Ja, ich würde sagen, bis dahin und ja, bye bye!